Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr über alle, die sich jetzt die Zeit nehmen, sich in dieses digitale Stadtgespräch einzuklinken. Wenige jetzt nur über den Zoom-Account, bestimmt mehr über die anderen Stream-Möglichkeiten. In dem heutigen Abend freue ich mich sehr, dass wir drei ganz spannende Mitdiskutierende hier in der Runde haben, um zu den Themen rund um Tourismus, Freizeit und Wirtschaft zu sprechen. Das ist ein Themenbereich, der auch in vielerlei Hinsicht auch emotional aufgeladen ist, oftmals zum Guten, an ein paar Stellen sicherlich auch mit Reibungen und auch den Enttäuschungen, die wir so das letzte Jahr gemeinsam verkraften mussten. Und mit den dreien, die hier dabei sind, namentlich die Frau Rode, die Frau Gemrich und der Herr Kohler, haben wir auch drei Akteure am Ort, die auch ganz viel in unterschiedlichen Richtungen zu erzählen wissen und jeweils auch so ihre eigenen wichtigen Themen mit reinbringen. Auf der einen Seite können wir damit eine Perspektive auf solche großen Bereiche wie das Freibad abdecken, auf Vereine auf der anderen Seite, aber eben auch auf das, was Waldstein als Weinstädtchen eben ganz besonders eben prägt, nämlich alles, was rund um die Weinkultur auch bei uns am Ort ist. Es ist natürlich damit keine repräsentative Runde. Es hätten bestimmt auch viele, viele andere Personen hier mit hinein können. Und verstehen Sie das damit als einen Gesprächsanfang, den wir auf vielfältige Weise auch weiter fortsetzen können? Und fühlen Sie sich alle dann auch herzlich eingeladen, im späteren Teil rege mitzudiskutieren und alle die Aspekte auch mit hineinzubringen, die wir hier zu viert in der Runde vielleicht auch nicht vollständig abdecken können? Ein paar technische Hinweise jetzt am Anfang erst noch. Wir streamen diese Veranstaltung live über Facebook und YouTube und würden die Veranstaltung auch aufzeichnen, um sie später online zur Verfügung zu stellen. Von daher für alle diejenigen, die sich hier in den Stream einwählen wollen, falls Sie nicht mit dem eigenen Bild oder dem eigenen Namen sichtbar sein wollen, dann schalten Sie ja gerne Ihre Kamera aus oder verwenden Sie ein Pseudonym als Name dabei. Das ist für alle natürlich ein wohlfühlendes Ergebnis dabei dann auch ist. Ich sehe schon, alle, die bisher im Zoom hier drin sind, das auch schon ganz professionell gemacht, dass sie ihre Mikrofone erstmal stumm geschaltet haben dabei und dass diejenigen, die eben dann sprechen, das Mikrofon dann auch anschalten können. Falls sich weitere Personen reinwählen sollten oder wenn es irgendwo große Störgeräusche gibt oder so, würde ich oder meine Co-Moderatorin, zu der ich gleich komme, einfach das Mikrofon vielleicht kurz dann, wenn es technische Schwierigkeiten gäbe, stumm schalten, das kann man selbstverständlich dann aber auch gleich wieder oder bei Bedarf auch wieder anschalten. Als Co-Moderatorin hier dabei ist die Ruth Rosenbauer. Da freue ich mich sehr darüber, dass ich hier eine kompetente Co-Moderatorin habe, die auch ein Stück noch zusätzlich Acht auf die Technik gibt, dass nichts schief geht und auch dann die Chatbeiträge später mit hier hineinbringt. Ja, Ruth, möchtest du noch kurz etwas ergänzen? Habe ich noch was vergessen jetzt an der Stelle von den wichtigen Hinweisen? Das ist alles sehr wunderbar und das ist auch sehr praktisch, wenn alle erstmal die Videos aushaben, einmal damit es für sie von der Qualität besser stimmt, wenn nicht so viele Bilder an sind, aber auch dann für die Aufnahmen, dann sind die Personen im Bild, die sprechen in dem Fall hier, Jakob Jena mit den Gästen. Ich wünsche einen ganz schönen Abend und wenn Sie Fragen haben, können Sie die auch gerne in den Chat schreiben, da werde ich darauf antworten. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, die Vorrede
braucht ja jetzt auch nicht allzu viel weiter in die Länge gezogen haben. Wir haben ein wahnsinnig lebenswertes und schönes Städtchen hier am Ort. Ich glaube, wir wissen alle, was wir davon haben. Manche Aspekte sind uns vielleicht aber auch gleichzeitig gar nicht so ganz bewusst, weil wir eher auf den eigenen Fokus schauen. Und manchmal ist es auch so, dass wir eher auf die Teile vielleicht schauen, wo etwas rumpelt oder hakt und nicht so sehr auf die, das ganze Potenzial und die ganzen großartigen und lebensqualitätssteigernden Aspekte, die wir hier am Ort haben. Im heutigen Abend werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal auf was kommen, was nicht so gut gelaufen ist oder läuft, aber ganz viel auch darauf schauen, wo wir dann eigentlich gemeinsam hinkommen können, wo wir uns auch gemeinsam gegenseitig dabei bestärken können. Als erste Mitdiskutantin möchte ich jetzt nochmal ganz herzlich Frau Birgit Rohde begrüßen, die hier am Ort ja sicherlich vielen auch bekannt ist. Deswegen möchte ich auch meinerseits gar nicht zu viel Worte verlieren und Ihnen direkt hier das Wort und die Bühne überlassen. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Birgit Rohde. Wir hatten bis vor 5 Jahren die Metzgerei am Ort. Inzwischen haben wir nur eine Catering-Firma und das Mineralfreibad, den Kiosk. Ja. Daher kann ich relativ viel dazu sagen, dass man infrastrukturmäßig, wo es hakt und überhaupt, dass man einfach unser Städtchen, sage ich mal, nicht leer stehen lassen können und dass das ausstirbt. Ansonsten, wie gesagt, zum Schwimmbad selber haben wir dieses Jahr ganz, haben wir ja einen Biergarten betrieben. Das war aus der Not entstanden, damit die Leute etwas, sage ich mal, beruhigt werden, nachdem das Jahr schiefgegangen ist mit der Öffnung vom Schwimmbad. Ansonsten, wie gesagt, habe ich sehr viele Sachen mir ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen, die ich nachher vielleicht vorbringen kann. Ja, vielen herzlichen Dank auch nochmal an der Stelle, dass Sie sich Zeit für den Abend nehmen. Haben Sie ansonsten noch eine Erwartung oder einen Wunsch, den Sie direkt an der Stelle noch mit reinbringen oder äußern wollen, wo Sie sagen, das wäre was, wo es irgendwie mit Beilstein künftig Ja, hingehen also könnte? wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist mir der Leerstand in Beilstein. Das kann man ja jetzt natürlich Corona-bedingt sehr schwierig, wo viele nur noch mittags schließen und ja, die eine gar nicht aufhaben können. Aber wie das dann letzten Endes weitergeht, wie die Geschäfte weiter bestehen können, da das Hauptproblem die Parkplätze sind, die fehlen. Da habe ich früher mit der Metzgerei schon die Probleme gehabt, einfach die Gewerbetreibende zu unterstützen, damit unser Städtle nicht ausstirbt. Das ist mein erstes großes Anliegen. Wie gesagt, Sauberkeit im Städtle habe ich auch ein bisschen was dazu zu sagen. Da ich laufe viel zu Fuß jetzt, ja, so soll man ja auch. Und da sehe ich so manches Defizit, wo ich denke, wenn die eigenen Betreiber nicht mehr da sind, so wie jetzt mir, lässt das alles ein bisschen zu wünschen übrig. Da werden keine Gehwege mehr gesäubert. Da liegt Müll da, es wird nicht der Schnee geräumt, also das nur ein bisschen am Anfang. Ansonsten Anliegen wären die, was jetzt auch in der Gemeinde ansteht, die Sache Busparkplatz, Libanon, ja, die ganze Sache, da werden wir vielleicht später noch dazu kommen. Ja, das ist ein sehr, sehr großer Strauß. Ich weiß nicht, ob wir in der heutigen Runde Dankeschön. natürlich zu allen diesen Themen kommen werden. Das Gute ist ja aber auch, es ist ja die erste Veranstaltung von einer ganzen Reihe. Und auch sowas wie den ganzen Bereich von Mobilität werden wir sicherlich in einer späteren, wird es nochmal eine separate Veranstaltung auch geben. Das bedeutet aber trotzdem, dass es auch gut ist, wenn wir auch jetzt in dieser Veranstaltung schon mal so ein paar Themen ansprechen, wo wir dann sagen, okay, das haben wir jetzt mal mit rein und da können wir super auch jetzt hier drüber sprechen. Und um richtig tief reinzugraben, dann machen wir das in einer weiteren Runde dann auch noch dabei. So werden wir am 18. Februar eine ganz spannende Runde zur Mobilität haben, zu einem weiteren Termin, den wir noch festlegen müssen, eine zur Stadtentwicklung und der Entwicklung von Stadtplanung und Gebäuden.
in einer Runde, die wir am 11. Februar haben, werden wir auch noch mal stärker auf Wirtschaftsförderung und Gewerbe am Ort eingehen. Aber im Grunde genommen ist in der Runde, die wir jetzt hier haben, sind natürlich ganz viele Themen insofern schon mal drin, weil es ja irgendwo um ein lebenswertes und sowohl für Beilsteinerinnen und Beilsteiner, aber auch nach außen getragen, ein attraktives Städtle in einem attraktiven Umland ja auch geht. Und da kommt man ja eigentlich um kein Thema so richtig rum. Ja, gut. Von daher alle Themen herzlich willkommen dabei. Gut, danke. Dann gebe ich jetzt weiter. Ja, dann würde ich an der Stelle die Rede weitergeben an Florian Kohler. Wir kennen uns aus vergangenen Zeiten schon durchaus ein bisschen aus dem Vereinsleben, nicht aus den Trail-Servers, für die Herr Kohler jetzt hier gerade anwesend ist und spricht. Aber es gibt ja durchaus auch noch mehr lebendige Vereine am Ort. Und da freue ich mich auch sehr, dass du halt da so eine gute Perspektive von jemand, der hier am Ort ist, dem auch ein lebenswertes Städtle in einem lebenswerten Umland am Herzen liegt und da auch durchaus ein Interesse ja auch daran hat, dass es hier miteinander und harmonisch auch abläuft und gleichzeitig eben auch mit einem ganz spannenden Akteur hier in den letzten Jahren am Ort dann aktiv geworden ist, der sicherlich nicht nur bei allen auf Harmonie gestoßen ist, aber Veränderungen bringen immer auch, also man könnte auch sagen, Reibung erzeugt Wärme. Okay, das würde ich jetzt einfach mal als Eingangswort so nehmen und würde mich auch kurz vorstellen. Also wie der Georg schon gesagt hat, ich bin heute hier in Vertretung der Trail Surfers als Kommunikationsansprechpartner für die Gemarkung Beilstein. Der Verein erfreut sich sehr großem Wachstum. Daher haben wir die Organisation ein Stück weit geändert letzten Sommer. Und es gibt jetzt für die verschiedenen Gemarkungen auch Ansprechpartner, um einfach das Ganze ein bisschen organisierter, besser koordinieren zu können. Zu meiner Person, ich bin 38 Jahre alt. Ich wohne im schönen Jettenbach, also sozusagen auf dem Trail mehr oder weniger. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Jona mit 4 Jahren und die Romy mit 2 Jahren und wir sind als Familie leidenschaftliche Trail-Surfers, ganz egal ob mit Mountainbike, E-Bike oder eben die Romy auch mit dem Laufrädle. Ich möchte ganz kurz ausholen zu dieser Erfolgsgeschichte. Also Starter Trail-Surfer, das war ja im 2016, also ist noch gar nicht so lange her. Und mit dem maßgeblichen Ziel, dass man weg von diesen illegalen Trails kommt, mit dem damit verbundenen Katz-und-Maus-Spielen mit den Behörden, hin zu einem legalen Trailnetz, um einfach hier eine attraktive Freizeitgestaltung und Naherholung auch diese Möglichkeit zu haben. Genau. Also Gründung 2016, dann ging es 2 Jahre lang wirklich ans Buddeln bis zur Einweihung der Hochhinausrunde im Großraum Beilstein, die auch hier in der Fachpresse sehr gut angekommen ist und einfach auch die Gemeinde Beilstein hier als gälisches Dorf sozusagen auch ja, beworben hat, dass es eben im Einklang durchaus auch möglich ist. Genau. Mitte 20 oder Beginn 2019 kam dann die Oberstenfelder-Runde dazu. Gefolgt von Gründung der Jugendgruppe, sowie auch der Frauengruppe der Trail Surfers und was uns dann schlussendlich zu dem Gewinner des Outdoor Awards Baden-Württemberg 2020 gebracht hat. Und dort haben wir ja, war ein Voting über mehrere tausend Stimmen und da haben wir sozusagen den Preis gewonnen, um so ein kleines bisschen was von den Emotionen vielleicht auch für Sie und euch fühlbar zu machen. Würden wir jetzt geschwind einen Film einblenden. Das war sozusagen der Präsentationsfilm auf der CMT, wo der Preis verliehen. Thank you.
So, genau. Also das wäre sozusagen mal eine kurze Einblendung und ich hoffe, es kam einfach auch rüber, dass hier dieses Thema und das Thema Trailsurfen mit sehr viel positiven Emotionen verbunden werden kann. Durchaus. Genau. Wie mache ich weiter? Der Georg hat gebeten, hier die Potenziale, die Erwartungen auch für die Zukunft ein bisschen zu skizzieren. Ich habe das so ein Stück weit in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Aktivitäten aufgeteilt. Und ich denke mal, mit dem ersten Punkt, da spreche ich für alle Vereine hier im Großraum Waldstein und auch Bodwartal. Das Ziel muss erstmal sein, einfach wieder ein normales Vereinsleben ermöglichen zu können. Also wir sind ja alle gebeutelt durch diese massiven Einschränkungen, die jetzt einfach schon über ein Jahr andauern. Und es bleibt einfach nur zu hoffen, dass sich jetzt Mitte Februar das ganze Thema peu à peu ein Stück weit reguliert und eben die Vereinsstrukturen sich einfach wieder öffnen für die eigentliche Arbeit. Für den Verein der Trailsurfers bedeutet es einfach, dass wir hier wieder unsere regelmäßigen Ausfahrten machen, also sowohl für die Erwachsenen als auch für die Jugend, für unsere Frauengruppe. Das ganze Thema Trailpflege und Trail-Instandsetzung auch wieder im großen Rahmen stattfinden kann und eben nicht nur die isolierten Einzelpersonen im Wald rumbuddeln. Genau. Dass die ganzen Aktionen, die eben üblicherweise von uns durchgeführt werden, also zum Beispiel hier der Memorial Bike Day, wie er 2019 stattgefunden hat in Gagernberg mit einem Dorffest sozusagen, wo mehr oder weniger ein ganzes Dorf mobilisiert wurde, um hier einfach sozusagen ein Vereinsfest auf regionaler Ebene zu feiern. Genau. Dann die ganzen weiteren Themen hier, Mitglieder-Events, Treffen, Müll-Entrümpel-Aktionen, Motorsägenkurse, das sind einfach nur ein kleiner Auszug von den ganzen Themen, die bei uns laufen. Ich kann jedem, der da interessiert ist, nur empfehlen, mal auf der Homepage vorbeizusurfen und sich einfach mal diese ganzen Punkte anzuschauen. Genau. Dann natürlich ganz großer Punkt und das ist sicherlich bei dem einen oder anderen stößt es so ein bisschen auf, auf Unmut. Unser Ziel ist ganz klar ein vertrauensvolles und wohlwollendes Miteinander zwischen Gemeinde und eben auch dem Verein. Es gibt einfach auch ein paar kritische Punkte und wir möchten den Dialog führen mit allen. Wir möchten bei Konflikten Lösungen erarbeiten. Man muss uns aber einfach auch die Chance geben, das zu machen. Und wir wollen dieses soziale Engagement, dieses ja wirklich gelebte Ehrenamt, die Jugendarbeit und den Freizeitwert, also wirklich hier von uns und für uns und aber auch darüber hinaus leben und wirklich auch praktizieren. Es gab letztes Jahr, schau schon eine Weile her, genau, gab es vertrauensbildende Gespräche, wo eben auch die verschiedenen Interessensvertreter dabei sind, wo einfach das Ergebnis war, miteinander statt übereinander reden, vereinbart wurde. Und wir möchten ganz klar dieses Motto leben, wir wollen aufeinander zugehen und hier nicht irgendwie die Konflikte anheizen, sondern einfach Lösungen herbeiführen. So, und wenn es da eben Konflikte gibt, wirklich in direkten Dialog gehen. Wenn da irgendwie was offen ist, kommt auf den Verein zu, wir setzen uns zusammen und wir finden da Lösungen. Und in dem Zuge wäre es natürlich schon auch schön, wenn einfach diese Arbeit, die ganzen Bemühungen von dieser ehrenamtlichen Vereinsarbeit einfach auch in der Gemeinde anerkannt werden. Dass es einfach gesehen wird, welchen Mehrwert hier für eine Gemeinde vorhanden ist und dass man einfach gemeinsam stolz drauf sein kann, was man erreicht hat und dass man eben offen ist für eine Weiterentwicklung. Und ich meine, wir sind 2016 mit einer Handvoll Mitglieder gestartet und jetzt sind wir in der Größenordnung von 400 Mitgliedern, wo einfach der Großteil hier direkt aus der Region ist. Also sicher
gibt es natürlich auch Wochenendtouristen, die hierher kommen und das Ganze genießen. Und ich würde das einfach als Hommage sehen für die Arbeit, die wir hier machen und für die Infrastruktur und Naherholungsmöglichkeiten, die wir hier bieten. Ja, ich glaube, meine 5 Minuten sind schon durch. Ich hätte noch ein bisschen was auf der Agenda, aber vielleicht können wir das auch einbringen in der folgenden Diskussion, wenn es um das Thema Visionen geht und so weiter, wo wir hinwollen und wo wir mittelfristig, langfristig uns sehen. Muss mich selber erstmal entmuten. Vielen herzlichen Dank dafür, auch für den auch irgendwo emotional mitnehmenden Einblick. Und wahrscheinlich wird der Film auch nochmal mitreißender sein, wenn man ihn über eine flüssigere Internetverbindung streamt oder gucken kann, als es hier zuweilen manchmal möglich ist. Das Thema Breitbandausbau ist ein unheimlich wichtiges, gerade auch für die Teilorte dabei. Aber der ist ja auch zum Glück auch nach der Veranstaltung noch zu finden, der tolle Clip. Ich finde es auch super, wenn man einfach dann im weiteren Gespräch dann auch nochmal den einen oder anderen Brocken aufgreifen dabei. Wir müssen ja nicht im Intro schon die Lösung für alles haben. Genau dafür sind wir ja aber auch hier zusammen, um eben miteinander zu schwätzen und was draus zu machen. Bevor ich jetzt wieder zu viel Redezeit einnehme, gebe ich einfach an die dritte super spannende Mitdiskutantin weiter. Anja Gemrich, du hast das Wort. Ja, danke auch von mir. Einen schönen guten Abend. Ich bin die Anja. Ich bin Tochter im Weingut und Edelbrennerei Gemrich in Schmidhausen, also in einem schönen Talort. Wir sagen ja immer am schönsten. Ja, genau. Ich arbeite gemeinsam mit meinen Eltern und meinen Brüdern natürlich bei uns im Betrieb. Wir sind froh, dass wir momentan trotz der Situation weiterhin aufhaben dürfen. Also wir haben das Glück, dass wir als Getränkehandel, Hofladen, wie auch immer man uns nennen mag, natürlich weiterhin aufmachen dürfen, genauso wie alle anderen Weingüter in Beilstein. Das ist unser Glück. Was nicht ganz so schön ist, ist, dass natürlich unsere Weinstube seit mittlerweile fast einem Jahr zu ist. Also Februar war, glaube ich, die letzte Öffnung. Parallel hat man natürlich auch trotzdem das Glück, so wie Rodes ihren ja, Biergarten machen konnten. So hatten wir das Glück, dass wir Afterwork-Abende im Sommer starten konnten, dass wir an Pfingsten noch ein To-Go machen durften. Und jetzt momentan ist natürlich seit ja, einigen Monaten einfach Stillstand, wo man kreativ sein darf und muss. Und natürlich sehr viel online läuft bei uns natürlich auch über Online-Weinproben. Aber das macht natürlich jeder irgendwie so ein Stück weit selber. Ja, genau, es war gerade schon das große Thema, was wünschen wir uns für die Zukunft? Da habe ich natürlich auch ein bisschen überlegt, habe heute Mittag auch meinem Papa noch mal ins Boot geholt und habe gesagt, so, was können wir denn alles mitnehmen? Bei allem, was wir tun, ist mir als Schmidhäuser-Pflanze natürlich immer wichtig, dass wir die Weiler nicht vergessen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Egal, was wir tun, ob touristisch, ob wirtschaftlich oder sonst wie. Also das ist wirklich wichtig. Und ansonsten ist vor allem für uns, und ich glaube, da spreche ich für alle Betriebe, die irgendwie in der Landwirtschaft zu tun haben, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, ist ein ganz wichtiges Thema, dass weiterhin einfach die Wertschätzung für unsere Kulturlandschaft ja nicht nur gepflegt wird, beziehungsweise eher aufgebaut wird, dass zum einen mal man auf den Wegen bleibt und nicht durch Privatgrundstücke fährt, dass man aber auch sowohl touristisch wie auch bei uns einfach in Beilstein immer wieder dran denkt, Wengert, Streuobstwiesen, sogar auch der Wald, Wiesen und Felder sind einfach Eigentum. Jeder arbeitet mit einem Herzblut an dem Ganzen und deswegen ist das einfach was Wichtiges. Und zumal das natürlich unser Beilstein auch ganz speziell macht mit der Kulturlandschaft. Wir haben irgendwie alles, was Deutschland so zu bieten hat. Wir haben die schönen Berge, wir haben die Wälder, wir haben die Streuobstwiesen, was ja auch ganz typisch ist fürs Bodvertal und natürlich die Weinberge. Und das ist bei uns natürlich, glaube ich, bei allen ganz, ganz wichtig. Und das macht Beilstein
nicht nur lebenswert, sondern auch besuchenswert. Und da kommt natürlich auch was drin vor oder beziehungsweise ist einfach, was wir touristisch anbieten können oder was wir zu bieten haben. Und da gehört natürlich auch die Burg dazu mit der Falknerei und allem drum und dran. Also, dass wir da einfach weiterbleiben, den, nicht nur den Weintourismus natürlich stärken, sondern wirklich den Tourismus allgemein, weil das natürlich was ist, was Waldstein bieten kann. Ja, ich glaube, ich habe noch einiges sonst auf der Agenda, aber ich will auch jetzt am Anfang nicht allzu viel sagen. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, es ist auch schon ein sehr breites Spektrum, das du aufgemacht hast dabei. Und ich habe auch gerade, also einen Gedanken habe ich gerade daraus mitgenommen, wie es eigentlich auch bei mir immer so war, egal ob ich kürzer oder länger vom Ort fort war, dass einem halt so wirklich das Herz aufgeht, wenn man wieder zurück in die Region kommt oder wenn man den Langhans von fern sieht oder wenn man das Tal runter kommt und bemerkt, hier ist, so ist es halt hier. Und es ist manchmal ein Charme, der auf den zweiten Blick noch mal viel reichhaltiger als auf den ersten ist und der auch nicht immer das super schnelle, wo auch nicht immer die super schnelle Veränderung gut tut, aber wo man durchaus eben auch an einigen Ecken durchaus auch nicht nur die negativen, sondern auch sehr positive Veränderungen auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte beobachten konnte dabei. Und wenn es Substanz hat, wenn es so sich nachhaltig entwickelt hat, ist auch wirklich was Tolles geworden ist. Eine spannende Frage fand ich jetzt eigentlich, die gerade auch aus deinem Statement herauskam, war so ein, welche Art von Tourismus ist denn eigentlich mit dem Bodwartal, mit Beilstein verträglich? Also, ich meine, Tourismus muss ja auch nicht unbedingt heißen, Personen, die ausschließlich von ganz fern rankommen. Also in gewisser Weise sind auch die Leute, die aus Beilstein-Stadt nach Stocksberg zum Rodeln raufgehen, sind auch Touristen dabei. Und ein bisschen war das vielleicht auch der Grund, warum ich auf den Flyern, die jetzt in den Briefkästen gelandet sind, eher von der Gemeinde Beilstein als von der Stadt Beilstein gesprochen habe, damit man sich eben nicht zu sehr bloß aufs Städtle unten bezieht. Aber was wären dann für Sie alle jetzt jeweils, und da bitte ich auch gerade gerne nochmal so zu einem jeweiligen Statement so nacheinander, was wäre denn ein Tourismus, der zu Beilstein passt oder vielleicht auch welcher Teil, den es bisher nur ein bisschen gibt, der aber vielleicht mehr werden könnte, wäre eigentlich das, was hier für den Ort was ist? Und im Umkehrschluss, was vielleicht auch nicht so? Ja, ist es in Ordnung, wenn wir die Reihenfolge von gerade vorhin auch wieder aufgreifen? Frau Rode, Ja gut, also verträglicher Tourismus wäre für mich, man könnte das viel mehr ausführen mit Weinführungen, wie auch immer, dass man vielleicht so, ja, wie es jetzt überall in der Pfalz auch ist, einfach mal oben an der Burg einen Weinstand macht, einfach die, ja, so Wanderführer oder was auch immer, da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, wo man sagen kann, der Planwagenfahrt ist vielleicht bei uns jetzt nicht so drin, aber sowas in der Art, dass man einfach das dann in Anbindung mit den Gastronomie dazu, dass die Gastronomie eingebunden werde, einfach, dass man das ein bisschen kombiniert, weil ich finde, da ist hier einfach zu wenig gemacht worden in der letzten Zeit. Also man hat dann das Weinbergfest, das will man ja jetzt anscheinend auch nicht mehr so ganz, was auch immer. Da lässt man alles ein bisschen einschlafen. Wir hatten früher schon ein paar Sachen mit, ach Gott, unten am Kelderblatt war mal ein Fest, ja. Wirtefest hatten wir mal, Stadtfest, alles hat man auf, ja, das sind einfach Sachen, die man auch pflegen muss, ob es von der Gemeinde her Unterstützung braucht. Und das ist alles, ja, wenn das da die Eigeninitiatoren wie die Geschäfte da nicht mehr machen, weil sie sagen, es kommt nichts dabei raus, muss man einfach das vielleicht auch unterstützen, weil ich finde, das
macht es auch interessant für die Gemeinde. Also, dass man, es kommen neue Leute dazu, junge Leute, die auch, sage ich mal, vielleicht nicht nur nach Stuttgart wollen, sondern vielleicht es hier schöner finden, aufgrund von solchen Veranstaltungen, wo es gibt, wo nicht unbedingt, braucht man nicht unbedingt die, sage ich mal, was auch immer, einfache Sachen auch einführen kann. Also das wäre jetzt mein Tipp für die verträgliche Touristik-Sache. Also ich höre da auch ganz stark raus bei Ihnen, dieser Punkt, die Begeisterung am Ort für solche Veranstaltungen zu steigern, um die Leute dadurch auch mehr ins Boot reinzuholen, dass die dann auch selber sich dabei auch bei künftigen solchen Veranstaltungen oder der Pflege hier am Ort von vom Städtle, von der Umgebung auch mit engagieren dabei. Ja, ich denke, wisst ihr, wie zum Beispiel unsere Landfrauen, es gibt bestimmt auch junge Leute, die, ja, die sagen, ach, das wird mich auch interessieren, da, wie auch immer lernt man ja was dazu. Heute gibt es ja so tolle Sendungen mit Kochen und Backen und was weiß ich, jetzt haben wir so Backhäusle irgendwo neu gemacht. Also und ich finde dann solche Feste, wo man das vielleicht auch pflegt, also das wäre ja interessant für so eine Gemeinde, was in der Stadt ja nicht gibt. Also das wäre vielleicht auch mal was, wie auch immer. Und wo eventuell so einige Beisteinerinnen und Beisteiner vielleicht sich auch dessen gar nicht bewusst sind, was wir eigentlich am Ort genau, dass man da sich engagieren könnte, weil man muss einfach sehen, dass ich bin jetzt im Alter, da sage ich mal, da wird es immer weniger, aber die Landfrau an sich, ja, wenn da keine jungen Leute dazukommen, die das auch vielleicht gern machen würde, aber ich denke, ach Gott, nee, das ist ja so eine eingefahrene Sache, da kann ich mich gar nicht einbinden, dann geht es ja auch verloren. Also von daher. Also das quasi, da ist der Bogen jetzt schon vom verträglichen Tourismus rüber zur Vereins- und Kulturpflege am Ort. Eigentlich ganz kurz. Das passt eigentlich auch wieder gut zur Überleitung zu dir, Flo Kohler, weil das, also Engagement am Ort und quasi das, was die Landfrauen engagieren sich auf die Art, haben eventuell eher eine Altersstruktur, die ein Stück weiter fortgeschritten ist. Ihr habt eine Altersstruktur, die tendenziell etwas jugendlich dynamischer eventuell ist, wobei da muss man auch vorsichtig sein, also da gibt es ja auch nicht nur Leute, die unter 20 oder unter 30 sind. Und ja, wenn, also ich würde den Ball sowohl jetzt nochmal mit verträglichem Tourismus, aber auch mit diesem, mit der Komponente Engagement am Ort stärker reinzubringen, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen sein mag? Oder wie können wir dieses Engagement am Ort auch stärker lebendig machen in diesem Sinne, in dem wir gerade diskutieren? Also ich sage mal, Stand heute diskutieren wir mehr oder weniger von nichts wieder auf einen normalen Zustand. Also sprich eben das Weinbergfest, dann auch der Andreasmarkt in der Form, wo jetzt eben seit 3 Jahren, glaube ich, in neue Form stattfindet, Ostermontagsmarkt und so weiter. Das sind ja die etablierten Feste hier wirklich in der direkten Region. Aber natürlich kann man das ganze Thema auch deutlich offener noch gestalten. Und die Frage vertretbarer Tourismus, wie viel ist für eine Region vertretbar? Schwierige Frage. Sicher ist, wenn natürlich 5.000 Leute hier nur aufs Wochenende reinkommen, nur wirklich einseitig konsumieren, in dem Fall Mountainbike Trails, wird es natürlich schwierig. Wenn man das Ganze aber ein bisschen weiter fasst, in einem vertretbaren Maße, also ich stelle mir das so vor, dass man zum Beispiel ein Bike-Weekend sozusagen buchen kann über den Tourismusverband Bodwartal, also jetzt mal wirklich in einem großen Bild gedacht, wo man dann irgendwo in den Pensionen, beispielsweise in der Bodwartal-Pension einkehrt,
eine Runde Biken geht, im Anschluss beim Cavallino eine Pizza isst und dann den Abend mit einer Wein- oder Destillatprobe bei Gembrichs ausklingen lässt, zum Beispiel. Oder natürlich hier zum Festspuren zu Gembrichs geht oder sowas. Also sowas ist durchaus vorstellbar, wenn man das denn möchte, klar. Und bezüglich Altersstrukturen, also wir sind für alle Altersstrukturen offen, ganz egal ob Laufrädle oder Gehwagen, also bei uns sind alle willkommen. Und würdest du sagen, es gibt eventuell auch irgendwo Ergänzungspunkte, wo man auch vielleicht so unterschiedliche Akteure wie, wir hatten es gerade von den Landfrauen als eine Vereinigung und euch als eine andere, die es sind ja zwei Gruppen, die einen, zumindest erstmal vom Image her an den zwei unterschiedlichen Enden der Welt im ersten Moment zu stehen scheinen. Ich glaube, so Ja. arbeitsweise eventuell gar nicht auseinander bei ein paar Themen. Also ich denke mal, innerhalb von den Festen, wie man sich einbringen kann, kann man auf jeden Fall aus beiden Seiten seinen Beitrag leisten. Das ist ja völlig klar. Das wird der Stand heute beim Weinbergfest eben auch so gemacht, dass die verschiedenen Bereiche sich hier einbringen und eben ihren Beitrag leisten. Klar. Wann war das? Ich glaube, vor 2 Jahren. Oder 3 Jahren war es, da war es, glaube ich, zum Naturparktag. Gab es eine Initiative von den Landfrauen an der Jettenbacher Kelter, wenn ich mich richtig erinnere. Also nagelt mich nicht fest, aber hier könnte man natürlich durchaus irgendwo einen gemeinschaftlichen Beitrag leisten und zum Beispiel hier für Interessierte ein Guiding anbieten mit dem Fahrrad, um eben dann, ja, ich sag mal, den Einkehrschwung bei den Landfrauen zu finden, als Beispiel. Anja, wenn du die Punkte so jetzt bisher gehört hast, du ja jetzt auch, haben wir auch Birgit Rohde ja auch durchaus so eine Gastronomiebrille auch sicherlich so ein bisschen mit aufhabt, auch wenn ihr jetzt nicht den großen Restaurantbetrieb natürlich bei euch habt. Wie ergänzt sich das am besten, beziehungsweise vielleicht auch etwas in der Richtung von, was fehlt uns am Ort eigentlich zu so einer Vision dabei? Vielleicht auch, welche Komponenten bräuchten wir denn eigentlich dazu, dass auf der einen Seite sich gut ergänzt und bestärkt und dass es auf der anderen Seite vielleicht auch nicht irgendwie aus dem Ruder läuft und es dann irgendwie in einem einzelnen Massenevent dann endet und wir die Ströme, die wir am Ort haben oder haben könnten, irgendwie in gesunden Bahnen dann haben. Gleichzeitig haben wir ja relativ wenig Übernachtungsmöglichkeiten beispielsweise am Ort und so weiter und so fort. Ja, ist relativ schwierig. Ich gebe beiden Vorrednern natürlich in ganz vielen Punkten recht, beziehungsweise hatte die auch im Kopf. Das Übernachtungsangebot in Deutschland ist natürlich ein Problem. Vielleicht lässt sich da was ausbauen in den nächsten Jahren. Allerdings darf man nicht vergessen, wir haben auf dem Freibadparkplatz auch einen sehr großen Wohnmobilstellplatz oder einige Wohnmobilstellplätze. Also es ist auf jeden Fall was möglich. Und vor allem jetzt in diesem Corona-Jahr ist auch der Tourismus extrem gestiegen. Den dürfen wir nicht vergessen, weil das sind nämlich auch die Leute, die nachher bei den Trail Servers gerne Fahrrad fahren, die aktiv sind, die auch Interesse haben, was kennenzulernen. Und ich glaube, dass die auch sehr wichtig sind, dass wir die nicht vergessen dürfen. Und ansonsten, klar, das, was die Frau Rode auch schon angesprochen hat, sind die Kooperationen. Also einfach, dass man miteinander arbeitet, nicht nur ja, nicht nur Weingüter untereinander oder nicht nur die Trail-Server unter sich, sondern dass man wirklich ja, Aktionen startet, die gemeinsam publiziert werden, gemeinsam Werbung gemacht wird, gemeinsam gearbeitet wird. Das funktioniert gerade beim Weinbergfest in mancherlei Hinsicht tatsächlich sehr gut. Aber ich denke, da können wir wirklich sehr viel noch schaffen. Und was ich auch finde, ist wirklich, dass wir die Tourismusgemeinschaften Marbach-Bodbautal und vor allem Heilbronn-Marketing noch viel stärker einbeziehen können, weil ich kriege immer wieder mit von den Tourismusgemeinschaften, dass sie von uns Waldsteiner extrem viel, ja, extrem wenig geliefert kriegen, was ich sehr schade finde. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit der Geschäftsführerin von Heilbronn-Marketing, die sagte,
Es gibt von Ballstein einfach null Informationen. Schickt es uns doch einfach als Betrieb, aber ich vom Ort kriege keine Informationen. Und das finde ich sehr schade, weil das wirklich ja, Gemeinschaften sind, beziehungsweise Plattformen sind, die extrem wertvoll sind, um auch Menschen anzuziehen. Aber wir müssen natürlich auch was schaffen, was die Ballsteiner an sich interessiert. Vielleicht kann man wirklich dann mehr auf Weinerlebnisführung gehen, beziehungsweise vielleicht gerade auch das Thema Trail Service, wo man dann wirklich sagt, man macht einen Bike-Ausflug und geht dann in verschiedene Betriebe oder nutzt verschiedene Betriebe dann noch als Abschluss. Oder die Weinerlebnisführung, ich sehe hier auch einen Weinerlebnisführer online. Das ist natürlich auch was, dass man einfach da wirklich sehr viel macht. Dann kann natürlich, ich habe es gerade in einem Beitrag schon gesehen, natürlich jeder seine Eigenwerbung ein bisschen starten. Was ich aber auch schwierig finde, wir wollen ja nicht alles zu plakatieren. Und auf der anderen Seite müssen wir wirklich aufpassen, wenn nachher 100.000 Leute am Wochenende bei uns in der Weinberge, in der Wälder unterwegs sind, dann ist es auch nicht mehr schön, dann hat niemand mehr Lust drauf. Also, dass man da irgendwie einen gesunden Mittelweg findet und mehr Sachen auch anbietet. Gerade, was mir zum Beispiel noch eingefallen ist, unsere Kirchengemeinde hat vor einigen Jahren mal eine Quellenführung gemacht. Also auch mal so dahingehend, dass man durch die Weiler gelaufen ist und mal den Menschen gezeigt hat, was wir hier wirklich auch haben. Also wir sind ja einer der wenigen Orte, was Wasser aus den eigenen Quellen, aus den Teilorten bezieht und nicht vom Bodensee. Und das ist schon was Einzigartiges, was natürlich super cool ist und auch total interessant. Und ja, ich denke, da kann man auf jeden Fall in Ballstein sehr, sehr viel machen, was viel zu wenig genutzt wird. Wo es vielleicht auch tatsächlich auch wieder dann sowas ist, es wird eher gemacht und angeboten, wenn man es nicht ausschließlich fürs eigene kleine Nest macht, aber gleichzeitig die Leute vom Ort eben auch ganz stark mit einlädt und die bei den spannenden Sachen dann auch halt mitmachen und dann auf Entdeckungsreise gehen können. Bei den Punkten, also ich sehe ja hier gerade nebenher auch im Chat, den Facebook-Chat sehe ich gerade leider gerade nicht hier bei mir drin, vielleicht übersehe ich da was, dass auch solche Punkte wie so gesamtheitliche Ansätze finden, über die wir gerade eigentlich auch sprechen, aber auch sowas wie, ja, im weitesten Sinne Informationen stärker bereitzustellen, die Beschilderungen auszubauen, die Wegeführung an Wanderparkplätzen und auch die weiterführende Beschilderung zur nächsten Gastronomie mit reinzubringen. Was ich sicherlich auch einen Punkt sehe, was von der Stadt aus natürlich jetzt, wenn wir schon im digitalen Format unterwegs sind, ist auf alle Fälle auch die Stadt-Homepage, um da eine Verlinkung hinzubekommen, auch bezüglich den Tourismusverbänden dann. Ich würde da jetzt nochmal konkreter die Frage anknüpfen. Gerne auch jetzt erstmal an dich, Anja, und dann von da aus auch an euch weitere dann. Was wäre denn etwas, das die Stadt ganz konkret in den nächsten wenigen Jahren, vielleicht auch direkt am Anfang, tun könnte, um hier einen positiven Impuls reinzusetzen, der Beispiel nicht überfordert? Ich denke, es ist im Sinne von niemandem von uns, dass wir ein vierstöckiges Hotel jetzt irgendwie am Raumeier aufbauen dafür und möglichst Beispiel jetzt mit Menschen überfluten dabei. Aber ja, auf welche Art wären denn eigentlich so erste Schritte und Impulse dabei notwendig, die nicht nur in das große Bild rein, sondern auch vielleicht auch erstmal diese Wiederbelebung auch gleichzeitig mit in Gang setzen, die Florian auch mit angeschnitten hat? Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einmal das zu nutzen, was wir schon haben. Und gerade die Kooperation, die ich angesprochen habe, aber auch das, was der Benjamin Frank hier reingestellt hat. In anderen Orten gibt es quasi wie so ein Schilderleitsystem zu den einzelnen Firmen. Das fehlt bei uns in Ballstein komplett, dass an jeder Ecke in einem bestimmten Design quasi einfach ein Leitsystem zu den einzelnen Firmen ist. Das sind jetzt nicht nur Gastronomen, Hotels und Weingüter, sondern wirklich auch die wenige Industrie, die wir hier am Ort haben, dass man da wirklich vielleicht dahingehend was machen kann, dass die
ja, wie soll man sagen, vielleicht einfach auch gefunden werden, was zum Teil nicht ganz so einfach ist. Also wir in Schmidthausen kriegen das natürlich immer wieder mit, dass Leute in Ballstein stehen und sagen, so, und was seid ihr jetzt? Das ist natürlich was. Und ansonsten denke ich, dass man jetzt wirklich klein anfangen kann und gerade vielleicht mit diesen Führungen oder vielleicht auch mit der Homepage, was du jetzt schon gesagt hast, dass man da einfach guckt, dass man die vielleicht nach außen hin ein bisschen ansprechender macht und eben wirklich für Termine, die in Ballstein sind, die Tourismusgemeinschaften nutzt. Also das ist wirklich ein großes Anliegen, weil das wirklich auch die sind, die ein Multiplikator sind, die auf baden-württembergischer Ebene natürlich schon einiges auch ja, da vernetzt sind, also mit der Tourismusgemeinschaft Baden-Württemberg. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges, was unterm Strich natürlich allen Betrieben in Ballstein was bringt. Und ansonsten wäre uns auch noch oder mir auch noch gelegen, dass man überlegt, was man mit dem Weinbergfest machen kann. Also das Weinbergfest ist natürlich das Aushängeschild für Ballstein momentan. Es ist total wichtig. Es war für uns sehr schade, dass es nichts irgendwie, also eine Alternative war schwer natürlich im letzten Jahr, aber dass es so sang- und klanglos untergegangen ist, ohne ein Statement, ohne irgendwas, das war sehr schade. Und das war natürlich, vielleicht ist auch die Chance zum sagen, hey, wir stellen das Fest irgendwie neu auf, dass es vielleicht auch hochwertiger wirkt oder wie auch immer man das sagen mag, aber es ist wirklich wertvoll, weil da sehr viele gemeinsam arbeiten, die Weingüter gemeinsam, wie gesagt, Rode sind ja schon seit Jahren dabei, die Landfrauen, und das macht einfach extrem viel aus und auch den Buttenlauf, dass man den vielleicht wieder zum Leben erweckt, weil früher sind da die Leute wirklich aus ganz Baden-Württemberg kommen und haben mitgemacht und haben da Bock drauf. Ich glaube, da ist die Werbung mittlerweile so ein bisschen abgeflacht und vielleicht kann man da auch wirklich nochmal was starten, weil das ja irgendwie immer eine Mods-Gaudi ist, die Spaß macht und was jahrelang oder eigentlich schon wirklich die Tradition von Ballstein ist, die natürlich nicht aufhören darf. Das sehe ich ganz viele Anknüpfungspunkte im Grunde auch direkt hier in der Runde drin, weil ich gerade denke, Leute, die sportlich engagiert und mit einer Herausforderung an was drangehen, da ist ein Buttenlauf und ein Mountainbike gar nicht so fern voneinander dann. Da kann man vielleicht die einen Leute auch gleich für die Challenge im anderen vielleicht ein bisschen mitgewinnen. Und ich finde es total wunderbar, dass auch in der Richtung viele Impulse gerade reinmachst, die mir immer wieder in den letzten Monaten auch im Kopf rumgegangen sind, wie man mit solchen kleinen Komponenten, wie zum Beispiel so eine Beschilderung, die ja kein, das ist ja kein Hexenwerk, dran zu gehen, aber damit kann man ganz viel verknüpfen und sichtbar machen. Oder auch beim Weinbergfest vielleicht ein bisschen mehr so den ganzen restlichen kulturschaffenden Sermon, den wir am Ort und drüber raus haben, mit drin sichtbar zu machen. Sei das in einer Form von einem kleinen Märkle, sei das von Führungen, die wir vielleicht zu dem Zeitpunkt auch mit anbieten können. Ich würde gerne was dazu sagen, und zwar, Anja, wenn du gerade hier den Buddenlauf erwähnst und das Thema Weinbergfest, fällt mir da natürlich sofort der Ballstein-Triathlon ein, der sich dann aus einem Mountainbike-Rennen gefolgt von einem Buddenlauf und im Abschluss mit einer Weinrate-Challenge irgendwie zugrunde schlägt, also mal nur so als Idee, aber auch die ja, die wirklich naheliegenden kleinen Veränderungen, die wir mehr oder weniger direkt umsetzen können. Ich denke da beispielsweise an den Bikebus, den es von Oberstenfeld-Krona nach Preferst gibt. Hier kann sich Ballstein einfach mit einbinden. Es wäre wirklich überhaupt kein Thema, hier eben dieses Angebot aus dem Bottwartal eben auch auf Ballstein noch zu erweitern. So, und ihr habt gesehen, ich war gerade kurz mit dem Video schnell weg. Ich habe nämlich was geholt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist die alte Wanderkarte, Rundwanderung um Ballstein und den Teilorten. Hier vielleicht so ein kurzer Auszug. Also von den Routen her kann ich es nur empfehlen, absolut. Aber hier dann eben die Punkte noch mit reinzubringen, wo eben eine sinnvolle Gastronomie sich befindet oder sinnvolle Parkmöglichkeiten, wobei teilweise sind die Parkmöglichkeiten schon drin, sowie auch eine Ergänzung um Mountainbike-Trails und das Ganze dann natürlich nicht nur
ja, in Papierform, sondern eben auch digital. Das sind Punkte, die, ja, die wirklich greifbar sind, wo es nicht viel dafür braucht, wo es ja wirklich direkte Lösungen umsetzbar wären, wenn man das denn möchte. Ja, die auch relativ schnell umsetzbar ja auch grundsätzlich sind, wenn man einmal da dran geht. Und so eine Sammlung an solchen Punkten, die finde ich sehr spannend. Also ich glaube, wir kommen gerade langsam in die kreative Produktivität dabei rein. Frau Rode, haben Sie, die ist ja auch ganz nah, gerade eben jetzt auch im letzten Jahr jetzt mal an den, über den Biergarten beim Freibad dann mit einen Blick drauf gehabt. Was ja auch eigentlich ein, man könnte ja auch sagen, das Freibadgelände ist in manchem auch ein fast noch nicht so kreativ genutztes Potenzial, das wir im Bottwortal haben, das, wie wir es eventuell haben könnten. Ja, das ist eine ganz schwierige Sache. Da, wir wollen da eine Badesaison jetzt für 2021 in Kombination mit Biergarten, da es ja Corona-bedingt wahrscheinlich eine eingeschränkte Badesaison gibt. Ist rechtlich eine ganz schwierige Sache. Wir haben das jetzt klasse, weil die Auflagen sind ja einfach von der Berufsgenossenschaft, von der die ganze Auflage sind dermaßen überspannt, es macht keinen Sinn. Gemeindemäßig ist alles auch ein bisschen schwierig zum Händeln. Ich habe nur eine kurze Sache zum sagen, wegen den Caravans, wegen der Touristik, finde ich den Freibadparkplatz ideal, könnte man einfach in Bezug dann, das ist ja ein anderes Thema, aber nur kurz angesprochen, mit dem Busparkplatz. Die Busse brauchen eine Toilette, für die Caravan wäre das ideal. Und da ist ja eigentlich in nächster Zeit, ja, das ist alles noch nicht in trockene Tücher. Und das wäre eine Sache, wo man sagen kann, Leute, das wird immer mehr. Da haben sich dieses Jahr so viele Leute so Caravan gekauft. Also denen müsste oder könnte man in dieser Hinsicht was anbieten. Das wäre, sage ich mal, vom Finanziellen her wahrscheinlich einfachere Lösung wie alles andere, was angestrebt wird. Und da kann man dann natürlich auch Feste machen, wenn dann eine Toilette da ist oder wie auch immer, die Caravans nutzen können. Und es gibt ja Flohmarkt und was weiß ich was alles, haben wir auch nie eine Toilette. Also von daher wäre das vielleicht auch mal was, wo man in Bezug auch auf den Tourismus ins Auge fassen kann. Da einfach so eine Toilette und so ein bisschen so das so eine Art Campingplatz im Kleinen. So genau, ja. Weil, wie gesagt, wir haben dieses Jahr gehabt, da sind so viele Caravans gekommen, dann konnte sie ja nicht praktisch ins Schwimmbad, was ja vielleicht im Sommer ideal ist. Da haben die gesagt, ja, wo können wir denn hin? Duschen und so weiter. Die haben gesagt, oh, dieses Jahr ganz schwierig. Wo können wir zahlen? Und dann habe ich gesagt, dieses Jahr müssen sie nichts bezahlen. Also das war dann das einzig Positive. Ansonsten war das nicht so attraktiv da unten. Also von daher wäre das ein bisschen mein Anliegen, wo man da in der Hinsicht das ins Auge fassen müsste. Ich sehe gerade auch noch weitere Punkte im Chat, die reingekommen sind. Bezüglich der Wanderkarte, dass da natürlich auch sowas wie ein historischer Rundgang in der Stadt natürlich super reinpassen würde, das auch pfleglich mit reinpassen würde. Und das Naturfreundehaus wurde hier auch angeschnitten als eigentlich ein Punkt, wo sowohl für Wandersleute als auch Biker ja durchaus ein attraktiver und zur Verköstigung geeigneter. Das gibt es ja nicht mehr. Naturfreundehaus ist, das gibt es leider nicht mehr. Es gibt stattdessen eine Wildblumenwiese dort. Ja, also, genau. Falls jemand mal eine erweiterte Wanderung vom Annersee machen möchte. Genau. Was ich ja noch gesehen habe im Chat, ist das Thema, wir brauchen einen Pumptrack für alle Kids und Mountainbike-Begeisterten. Hier kann man auch einen modernen Markt oder einen der modernen Märkte machen, der auch die Jugend interessiert. Ist ein Thema. Also da gibt es letztendlich auch zwei Beispiele. Das eine aus... Ich glaube, ich muss erst mal erklären, was ein Pumptrack ist. Das kam auch gerade schon als Frage rein. Ach so, okay. Also ein Pumptrack ist letztendlich eine, ein
Wie erkläre ich das am besten? Ein kurzer Mountainbike-Trail, der sozusagen aus Erde gebaut wird mit verschiedenen Hindernissen. Genau, das ist ein Pumptrack, wo man dann eben aus Eigenantrieb sozusagen raufradelt und dann eben drüber hüpft. So, also sozusagen der Skatepark der 90er ist der Pumptrack des derzeitigen Zeitalters sozusagen. Es gibt da tolle Projekte in Erdmannhausen, in Bietigheim, wo hier wirklich die Gemeinde mit verschiedenen Vereinen zusammen sowas gemacht hat. Klar, sowas ist denkbar. Ja, eine kurze Erfahrung dazu. In West-3 haben ein paar Jugendliche versucht, sowas zu machen. Da ist dann das Ordnungsamt eingeschritten, um das Ganze sozusagen wieder zu regulieren. Ja, wo die Jugendlichen dann halt auch berechtigterweise gefragt haben, ja, überall waren wir verscheucht, wo sollen wir denn hin? Das genau gleiche Beispiel gab es in Oberstenfeld, im Neubaugebiet. Sieht man sogar fast in deinem Hintergrundbild. Und da das gleiche Thema. Also, Ja, so hier. ja, genau, ein bisschen höher. Ganz genau da war das, ja. War eben auch nicht gern gesehen, weil die Fläche als Ausgleichsfläche für dieses Neubaugebiet gegolten hat und wurde dann eben auch wieder bereinigt. Also, der Bedarf ist da, ohne Frage. Was soll ich dazu sagen? Ich kann das nur befürworten, ganz klar. Ich weiß nicht, ob das die kleinen Schritte sind, die du eingangs erwähnt hattest, oder ob wir da schon eher von den mittleren Schritten sprechen, aber denkbar ist alles. Und wir als Verein stehen da voll dahinter. In jeglicher Entwicklung, die das Thema Mountainbiken in Zusammenarbeit mit Jugendarbeit und Gemeindearbeit ja, verbindet. Das in so einer Kombination zu sehen, ist natürlich total spannend und auch vielleicht solche Tracks in einer Art zu sehen, die, wo sie so semi-permanent vielleicht auch sein könnten. Also grundsätzlich ist es ja auch durchaus denkbar, so einen Pumptrack auf einem Areal anzusiedeln, wo er vielleicht dann in 10 oder 15 Jahren dann vielleicht nicht mehr sein wird, wo dann was anderes entsteht und dann müsste der eventuell weiterziehen oder sowas. Da ist ja, so wie ich es verstehe, erstmal nur hin und her gebuddelte Erde im Wesentlichen ist. Das heißt, theoretisch könnte man sowas auch auf einer Fläche realisieren, die irgendwann mal später mit irgendetwas anderem dann doch wieder bebaut oder was auch immer geschehen müsste. Vielleicht ist es auch eine verträglichere Nutzung für eine Ecke als das Busdepot hinzustellen. Zum Busdepot hatte ich auch einen intensiven Austausch auch schon mit Oberstenfeld. Ich fürchte, es wird schwierig sein, es auf Oberstenfelder Gemarkung nahe des Freibads unterzubringen, was ich auch schon gelegentlich als Stimmen aus der Bevölkerung als Wunsch gehört hatte. Aber vielleicht sind ja auch solche Geschichten dann eben gerade auf interkommunaler Ebene eher mit für eine Weile zu realisieren, wo man sowas auch mit unterbringen kann. Definitiv. Also es gab sogar schon die Vorschläge, das nämlich wirklich als interkommunales Projekt zwischen Walschen und Oberstenfeld eben auf der Freibadwiese umzusetzen. Also da eben hinter der Wohnmobilstellplatz. Weil jetzt da direkt an der Kläranlage ist jetzt vielleicht als Neubaugebiet auch nicht sonderlich attraktiv. Von dem her, ja, wird es eben um die Fläche gehen, die Umsetzung. Das ist dann wiederum ein anderes Thema. Ich bekomme hier im Chat noch, also die Begründung des Ordnungsamts kann ich leider nicht in der Stelle reinliefern. Muss ich mich selber mal noch kundig machen, was da bislang so gewesen ist. Es kann ja auch sein, dass es an irgendeiner Stelle einen starken und wichtigen Grund drin gab. Und da wir jetzt in einer begrenzten Anzahl von Personen diskutieren, werden wir natürlich auch den einen oder anderen Punkt dabei übersehen, den wir. Aber further research is needed an den Stellen. Ich bekomme hier auch den ganz starken Hinweis, hallo, es ist für unsere Jugend. Ich glaube, das ist auch was, das wir nicht vernachlässigen sollten, dass wir Beistand auch für Jugendliche und auch die, die dann vielleicht auch der Schule entwachsen, so attraktiv halten, dass sie gerne da bleiben oder möglichst zeitnah auch wiederkommen. Weil es ja eigentlich die Köpfe sind, die wir auch am Ort für Kreatives dann weiter benötigen. Wir haben Auf schon einige. YouTube, nochmal kurzer Einwurf, auf YouTube gibt es auch schon eine Kommentare und das wollte ich einfach noch kurz hier mit Oh reinbringen, ja. damit es nicht ganz untergeht.
Da wurde einmal vorgeschlagen, dass man vielleicht eine Anlaufstelle machen könnte für Personen, die sich einbringen wollen. Das war schon ein bisschen davor, ob man das eine Überlegung wäre, dass da einfach eine Koordination besteht, damit alle begeisterten Personen da zusammenarbeiten können. Und es wurde auf jeden Fall plädiert, dass mehr Feste sehr gut sind. Ja, das ist ein wunderbarer Impuls. Also ich würde das mal unter diesem leicht trocken klingenden Schlagwort von bürgerschaftlichem Engagement auch zusammenfassen. Was ist, dass ich auf alle Fälle ganz stark mir wünsche auch für so einen Ort und gerne in jeglicher Hinsicht auch fördern möchte. Und da eine Vernetzungsplattform hinzubekommen, vielleicht auch im Sinne von, was man da auch an Stiftungsgeld mit in sowas reinwerfen kann, um auch manche Dinge zu ermöglichen, finde ich eine ganz wunderbare Sache. Das war eigentlich das, was wir jetzt auch gerade so als so ein Potenzial und so eine Lust am Gestalten gerade bei ganz vielen Leuten sehen, daran anknüpfen zu können, es nicht versanden zu lassen. Für den Moment ist, glaube ich, die einzige Vernetzungsplattform entweder an die Mitdiskutierenden hier einfach mal anzuschreiben, gerne auch mir einfach eine Mail oder auf meiner Website oder hier in einen der Chats und versuchen, das nach Kräften zu sammeln, Kontakte reinzuschreiben, dass wir da schon mal einen Anfangsimpuls finden können für Leute, die zusammenkommen. Oder wenn es ganz konkret um speziellere Themen geht, wenn es um alles, was mit Mountainbikes zu tun hat, ist sicherlich das Beste, sich an Florian Kohler zu wenden, weil Dinge, die so im kulturschaffenden Bereich sind und Landschaftspflege, ich glaube, da ist diejenige, die hier die in der Runde die Expertin mit der besten Vernetzung ist, wahrscheinlich du, Anja, nehme ich mal an, dass da ja auch durchaus einige Verbindungen bestehen, auch über deinen Vater, der er da auch durchaus einige Themen mit drin hat. Gleichzeitig ist dann sicherlich ein Akteur, den wir jetzt in der Runde hier nicht so sitzen haben bislang, unsere Waldbesitzer und der Forst, den wir am Ort haben und auch die Engagierten, die sich um die Natur hier am Ort auch weiter kümmern. Also BUND und NABU ist natürlich jetzt auch in der Runde hier nicht vertreten. Und ich würde jetzt in einem weiteren Schritt gerade Sie alle drei bitten, mal zu schauen, eine Perspektive einzunehmen, jeweils, die nicht die eigene ist. Also sich eine andere Akteursgruppe zu überlegen, die vielleicht auch mit den ganzen Schilderungen, die wir jetzt gerade so gemacht haben, vielleicht auch irgendwo ein Problem hat. Vielleicht auch eine Gruppe, die mit denen sie auch bisher zuweilen mal zu tun hatten dabei. Das kann sowas sein, wie durchaus eher manche Waldbesitzer, die vielleicht kritisch manchen Prozessen dann gegenüberstehen, sich in die Schuhe davon hineinzuversetzen oder auch ja, die Einwohnerschaft Beilsteins, die vielleicht gar nicht so viel Trubel sich wünscht. Das Weinbergfest ist ja auch nicht immer konfliktfrei in der Hinsicht abgelaufen. Ich glaube, da ist in allen drei sind in Gruppen vor Augen gerade dabei, die es sein könnten. Wenn Sie sich da einfach eine Gruppe mal für sich selber rauspicken und als Gedankenexperiment jetzt tatsächlich mal so deren Position einnehmen, was diejenigen zu dem Gespräch, das wir jetzt bislang führen, so sagen würden, vielleicht auch, wie man mit dem Bedenkenpunkt, der daraus geäußert ist, dann umgehen könnte, damit wir hier nicht in einen Clash und einen Konflikt reinlaufen. Das ist jetzt ein Gehirnknoten. Hier richtige Mediation sozusagen. Also, man merkt ein bisschen, dass ich eine Mediationsausbildung habe. Gut, letztendlich, wenn ich mich jetzt in die Lage von einem, ja, zum Beispiel einem Jäger reinversetze und ich gehe jetzt auf die Jagd und andauernd fährt mir irgendeiner mit hier Scheinwerfern durch mein Jagdgebiet durch, da hätte ich natürlich schon auch, ja,
einen gewissen Frust. Dann gibt es aber natürlich auch zwei Standpunkte. Also zum einen ist vielleicht denkbar, dass ich eben meinen Jagdsitz vielleicht in einen Bereich verlagert, wo es eben keine direkte Anbindung an Mountainbike Trail hat. Auf der anderen Seite klar, ganz klar auch in den Vereinsregeln geregelt, dass man eben eine Stunde nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang eben nicht zu fahren hat. Also das heißt, es sind in der Regel dann keine Trail-Surfers, sondern eben irgendwelche Leute, die Regeln eben dazu beachten. Schwierig. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage der inneren Haltung. Vielleicht muss man sich auch die Frage stellen, okay, ich bin jetzt hier der Jäger und komme, was weiß ich, einmal im Monat in meine Jagd und habe jetzt hier ein Anrecht auf 1 Hektar Land. Dann ist so ein bisschen die Frage der Verhältnismäßigkeit. Ist nicht auch berechtigt, dass eben hier eine komplette Freizeitbevölkerungsschicht hier vielleicht kein Anrecht hat auf irgendeine Fläche, aber dass man eben geduldet wird, dort zu fahren. Also, ich glaube, man muss das sensibel betrachten. Und was bräuchte jetzt zum Beispiel so ein Jäger oder Naturschützer da am Ort? Es kam aber auch die Frage, wer fährt denn bitte mit Scheinwerfern Trails? Was bräuchten die, um mit so einer Entwicklung gut leben zu können? Oder auch, was könnten vielleicht ihr als Trail-Service oder was könnte die Stadt vielleicht auch dazu beitragen, so einen Konflikt zu entschärfen? Also quasi, wenn der Trail da ist, ist er natürlich schwer kontrollierbar, dass nicht auch irgendwie jemand mal zu einer völlig unpassenden Zeit oder zu einer Schonzeit da durchbrettert. Weil man natürlich auch ein Flatterband oder ein Hochheben oder ein Schild umgehen kann, wenn man so drauf ist. Auch wenn das dann nicht jemand von euch ist. Ganz klar Aufklärungsarbeit leisten und das machen wir Stand heute auch schon ganz massiv, um eben gerade solche Vorfälle da zu unterbinden. Und einfach sich ein Stück weit an den positiven Erfahrungen messen und eben nicht die eine negative Erfahrung dann der so viel Priorität beimessen. Das wär so der Punkt. Wir sind der Meinung, dass ein gemeinsam immer funktionieren kann, wenn dann beide Seiten da auch die Bereitschaft dafür zeigen. Und wir sind sehr dankbar für die Trails, die wir haben und was wir geschafft haben. Und ja, sind, wie gesagt, auch bereit, unseren Beitrag dafür zu leisten, dass es so bleibt und im besten Fall eben auch noch ausgeweitet werden kann, das ganze Thema. Weil es vielleicht dann auch erstmal gesund ist, es auf dem Level, den wir haben, gut zu konsolidieren oder vertrauensbildende Maßnahmen als ersten Schritt stark zu machen, um dann darauf dann gegebenenfalls aufsatteln zu können, wenn man daraus dann das gezeigt hat, dass es Also es, an vielen Stellen läuft es ja auch gut dabei. Richtig, deswegen dieses Prio-1-Thema, das ich eingangs erwähnt hatte. Und was könnte die Stadt dazu beitragen, hier ein gutes Miteinander zu befördern? Neutral aufklären, einfach positive Beispiele anbringen, wirklich einen neutralen Dialog fördern, einfach auch ermutigen, sich eine eigene Meinung zu bilden und eben nicht diese eine Situation, die man vom Nachbarn mitgekriegt hat, der es von seinem Schwager vor 2 Jahren mal erfahren hat. Mhm. Also, Frau Ode, Sie lachen, ja. Aber das sind nun mal so Punkte, mit denen man hier teilweise täglich konfrontiert wird in der Vereinsarbeit. Das ist einfach schade. Und klar, wenn der Schwabe nicht lobt, dann nicht mault, ist schon gelobt genug, so heißt es. Vielleicht ein bisschen mehr rheinische Herzlichkeit manchmal ins Schwäbische. Zum Beispiel. Ich sehe gerade hier dazu, es passt vielleicht auch ein bisschen dabei rein,
von Thomas Bausch reingetragen. Bürgerschaftliches Engagement ist jederzeit willkommen. Ideen können immer über den Gemeinderat platziert werden. Leider sind wir in Wünsch dir was sehr gut, aber wenn es an die Umsetzung geht, ist meistens keiner mehr da. Also diese nachhaltige Verbindlichkeit da natürlich reinzubringen, das auf längerfristige Füße zu stellen, das ist sicherlich auch eine Herausforderung dran, was wohl auch nur über Strukturen schaffen dann auch geht, um Leute einzubinden und auch langfristig denen die Wertschätzung entgegenzubringen. Ja, jetzt haben wir zu zweit gerade sehr viel gesprochen. Ich würde den Ball gerade gerne an euch beiden anderen auch nochmal weiterreichen. Vielleicht haben Sie auch nochmal jeweils so ein, sich ein Gegenüber überlegt, mit dem es vielleicht schwierig ist oder dem das Leben schwer gemacht wird, auch durch manche Entwicklungen. Von euch noch jemand eins reinbringen? Also ich glaube, schwer gemacht ist in dem Fall fehl am Platz, aber ich habe mich gerade so ein bisschen in die jungen Familien oder auch neu zugezogenen reinversetzt, also gerade die Leute, die einfach neu nach Ballstein kommen. Natürlich, Ballstein hat was zu bieten, vor allem mit der Kulturlandschaft, mit der Burg. Es ist eine mittelalterliche Stadt, wenn man so mal sagen darf. Also es kommen einfach sehr viele her, die sagen, boah, Ballstein ist sehr schön. Und wenn sie dann hier wohnen oder hierher kommen, fühlen sie sich oft so ein bisschen verloren auf oder alleine auf verlorenem Posten. Ich glaube, für die ist es manchmal gar nicht so einfach, hier Anschluss zu finden. Wir Schwaben sind ja sowieso auch alle speziell. So sind wir. Aber es ist für viele, die hierher kommen, tatsächlich eher schwierig, Kontakt zu fassen oder hier auf Fuß zu fassen. Ich habe hier gegenüber ein Neubau, eine Doppelhaushälfte, eine junge Familie und ein Ehepaar, sage ich mal, so grob mittleren Alters, alle super nett, aber es ist natürlich auch für die sehr schwer, hier reinzukommen, gerade jetzt natürlich auch mit Corona und dass man sich nicht sehen darf, aber es ist, ich glaube, da kann man auch noch viel machen, gerade diese, wenn man hier herzieht, gibt es ja diese Broschüren und was auch immer, wie das heißt. Vielleicht kann man auch da was machen, dass da wirklich auch gezeigt wird, was Ballstein zu bieten hat, auch mit den Weilern, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Ich weiß nicht genau, was drin ist, aber ja, das ist so ein Punkt. Dann klar, bei uns im Mitteilungsblättle wird extrem viel publiziert, aber ich glaube, viele neue Familien wissen vielleicht gar nicht, dass es das gibt. Also ich habe das Gefühl, dass gerade die neu Zugezogenen das oftmals gar nicht mehr abonnieren. Es ist aber ein sehr cooles Medium, wo man sehr viel mitkriegt. Und ansonsten einfach auch da immer wieder den Dialog gerade mit diesen Familien sucht. Genau. Vielleicht auch, weil große Veranstaltungen jetzt übers kommende Jahr, und wir wissen ja leider nicht, wie lange hin, sehr schwierig werden und ja auch in der letzten Gemeinderatssitzung eher eine berechtigte große Zurückhaltung gab, jetzt irgendwie in die Planung für Ostermarkt oder Weinbergfest einzusteigen, sogar eine knappe Kiste war, ob wir es nicht generell jetzt schon abblasen sollten. Aber dass wir über kleine Veranstaltungen nachdenken müssten, wo wir Leute irgendwie zusammenbringen können dabei, um eben auch so eine Willkommenskultur irgendwo mehr reinzubringen. Ich meine, klar, vielleicht kann man das auch gerade digital machen. Ich meine, vielleicht sind da jetzt Zoom-Sitzungen nicht sonderlich attraktiv, aber vielleicht kann man die über irgendeine coole Aktion kriegen. Mir fällt einfach auf, dass vor allem neu Zugezogene sich wirklich schwer tun, was zu finden. Und gerade von meiner Nachbarin habe ich mitbekommen, ach, sie hätte ja schon mal Lust, in den neu gegründeten Backhäusle-Stammtisch und hier reinzukommen, aber sie tut sich da irgendwie ein bisschen schwer, da alleine drauf zuzukommen. Ich habe sie eingeladen, aber es ist einfach wirklich schwierig für die Leute. Und wenn ich mich in die Menschen reinversetze, ich bin auch nicht diejenige, die gern auf ganz fremde Menschen zugeht. Es ist natürlich auch schwierig. Und vielleicht kann man da wirklich einfach was machen, weil Ballstein hat viel zu bieten. Wir haben doch irgendwie auch eine tolle Gemeinschaft.
Und das ist natürlich wichtig, dass die natürlich sich nicht nur wohlfühlen, sondern im besten Fall auch irgendwo im Ort mit einbringen, sei es in der Vereinarbeit, in der Kirche, auf der Festle erscheinen und natürlich hier die Angebote ja mitnehmen. Da hoffe ich halt, dass da natürlich für die auch mehr ja, Infos weiterkommt oder Input. Ist vielleicht ein bisschen ein Anknüpfungspunkt da drin. Ich sehe gerade so ein paar Beiträge aus dem Chat, wo es auch darum geht, mehr Anlaufstellen oder stärkeres Augenmerk, mehr Anlaufstellen für Jugendliche zu legen, beispielsweise Aufenthaltsplätze mit Überdachung, Skaterplatz, Brustenfeld, Jugendhaus. Dann sind auch Inputs, Aufrufe dazu, sowas in den Gemeinderat und ins Rathaus hineinzutragen. Vielleicht ist es da auch einfach nochmal wichtig, oder sehe ich durchaus, das nochmal sichtbar zu machen, dass da offene Ohren sind. Und gut, das ist ein bisschen leider wieder der Werbeblock für mich und eigentlich sollte es nicht eine reine Werbeveranstaltung sein. Also ich freue mich natürlich jederzeit, um so Input und auch später weiter zu haben. Ein ganz spannender Punkt, der noch aufkam, war die Einführung eines Jugendgemeinderates, quasi ein Gremium, das nochmal da eine andere Aspekte mit reinbringen könnte und Sachen beleuchten kann. Es muss auch digital viel mehr gehen, ist da ein Punkt. Ich denke, da könnte man sicherlich auch über die Homepage einiges anknüpfen an Vernetzungsmöglichkeiten. Ja, also da haben wir einen ganz großen Strauß an solchen Willkommensaspekten. Ich weiß auch gar nicht, wie bekannt dann zum Beispiel diese Kulturkonzerte sind, die jetzt auch über die Corona-Zeit ganz lang gelaufen sind, auch schon im Winzerhausener Weg auf einer Wiese oder einer Fläche draußen im Bauer Siegele dafür bereitgestellt, wo Leute in großem Abstand stehend dann unterschiedlichen Musikdarbietungen zur Zeit jetzt Mittwochs und Sonntag am frühen Abend lauschen können. Was ja im Prinzip auch so kleine Möglichkeiten des Zusammenkommens sind. Darf natürlich nicht zu groß werden, aber immer wieder solche kleinen Orte auch zu schaffen, um unser Sozialleben jetzt auch über die nächsten paar Monate, wo es einfach noch schwierig sein wird, so ein klein wenig mit Leben zu füllen. Frau Rode, jetzt haben wir Sie ganz lange schweigen lassen dabei. Ja, ich wollte noch kurz was sagen zu dem, dass man die Neubürger einfach, dass man die nicht erreicht. Da könnte ja die Gemeinde, die wissen ja, wer jetzt als Neubürger da ist, wer neu gebaut hat, wer zugezogen ist, ein Willkommenspaket macht von mir aus, wenn sie eine Broschüre bringen, was es alles gibt. Natürlich über Corona ganz schwierig, aber es gibt ja viele Sachen, die sind traditionell. Und dann muss man natürlich sagen, unsere Geschäfte oder überhaupt die Gewerbetreibende muss man unterstützen, dass das Städtle nicht ausstirbt, weil es ist für Neubürger, finde ich, sehr wichtig. Was nützt die ganze kulturelle Sache, wenn wir nachher ein totes Städtle haben und jeder muss wieder ins Auto steigen und irgendwo hinfahren zum Bäcker, Metzger oder was auch immer. Wir haben jetzt noch, finde ich, gute Sachen. Wir haben ein Schuhgeschäft, wir haben ja, der Herr C., also Modegeschäfte, alles Mögliche, und ich finde, das müssen wir einfach erhalten, egal wie. Also da ist auch unser Rathaus gefordert, finde ich. Und dann mit der Broschüre, dass man wissen, welche Ärzte gibt es da, und dann, finde ich, können die Neubürger sich ja vielleicht auch besser zurechtfinden und finden Anschluss, ob man weiß, was es an kulturell geboten wird, an Vereine geboten wird, einfach so wie die Schwangere so ein Willkommenspaket kriegen, so könnte man das jetzt auch einführen für die Neubürger. Was ja durchaus einige Städte auch haben. Also ich fand das eine ganz, ganz großartige Sache in den wenigen Jährchen, die ich jetzt in Nordrhein-Westfalen war, dass es da auch solche Geschichten gab, dass für neu Zugezogene es eben dann mal ein Event mit Theaterstück, wo die Neuzugezogenen eingeladen wurden und ein kleiner Sektempfang mit Bürgermeisterbeteiligung dabei gab und man sich dann automatisch willkommen geheißen und am Ort angekommener gefühlt hat. Ich kenne das auch von Gemeinde, ich glaube Besigheim oder so, also sind jetzt auch nicht so riesige Städte, und ich finde, da
haben wir schon ein bisschen noch Lücken, die wir füllen müssen. Lücke ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema bezüglich dem Kälterplatz und den wieder mit mehr Leben zu füllen. Da hängen natürlich diese ganzen Verkehrsthemen ganz stark dran, aber eben gerade außer den Einzelhandel, den Sie gerade mit reingebracht haben, auch die Belebung vom Wochenmarkt. Ja, das finde ich ja. Wochenmarkt, Entschuldigung, ja. Wochenmarktgänger, und ich finde einfach, es ist schade, dass es nicht genutzt wird, also nicht genügend genutzt wird. Und ja, ich habe da meine Bedenken, dass das jetzt irgendwann vielleicht mal im Sand verläuft, weil es ist einfach zu wenig frequentiert. Absolut. Ich sehe das als ein Thema, wo viele dieser Aspekte zusammenkommen, wo, wenn wir den Platz attraktiver gestalten, da durchaus auch was neu dran gestalten. Und also da muss man auch nicht dafür tief ins Geld greifen. Wo man aber gleichzeitig auch über sowas wie vernünftig was an Fahrradstellplätzen und einen sinnvoll dahingeführten Radweg, der ja im Moment gerade noch so ein Drama ist, wenn er von Oberstenfeld herkommt und wie es nach Ilsfeld weitergeht, dass man da gut auch dran absteigen kann, dass Parkplätze irgendwie nahe dran sind, dass da mehr Leben reinkommt. Das sehe ich als ein ganz wichtiges Gesamtpaket im Grunde genommen an für die Innenstadtentwicklung. Ja, was halt ich sehe, beispielsweise im Kälterplatz, dann ist das Miteinander ganz schwierig. Dann macht irgendeiner, sage ich mal, die Parkplätze zu, weil es halt zu ihm gehört. Und dann finde ich, da muss man einfach vielleicht als Gemeinde auch mal an die Betreibende hingehen und sagen, Mensch, kann man da denen entgegenkommen? Es ist ja eigentlich so, dass es allgemein genutzt werden könnte, wie auch immer, vielleicht liegt es am, ich weiß es nicht, an was. Aber da macht einfach jeder so ein bisschen seins und das wird natürlich nichts, ja. Mm-hmm. Das schwäbische selbstgekochte Süppchen. Ja, dem gehört es und dann mache ich lieber einen Zaun rum und mache lieber, dass keiner parken kann oder was weiß ich. Ja, das ist schwierig. Ja. Was ja aber durch eine gute Vermittlung miteinander auch an ein paar Stellen auch auflösbar ist. Bestimmt, ja, finde ich auch, ja. Aber da muss man natürlich ein bisschen rangehen und dann einfach auf die Leute zugehen. Ja, ja. Da habe ich auch einen großen Spaß dran, an diesem mit Leuten zu sprechen und was zu entwickeln. Und da muss man im ersten Moment halt ein bisschen stupfen und gucken. Manchmal ist es aber sicherlich auch drauf raus, dass man dann eben auch schauen muss, wie kann die Gemeinde da auch mehr im Kleinen unterstützen. Ja. Das ist natürlich nichts, was irgendwie im großen Bild in ein Wahlprogramm oder sowas reinpasst. Nein. Die persönlichen einzelnen Gespräche und das einzelne Fördern dann auch. Ich sehe es, wenn man schon durch Städtle geht, sieht man schon, oder ich sage jetzt Städtle, egal durch Beilstein überhaupt, dann sieht man eigentlich, wo es hakt und wo die Defizite sind. Ja. Und wie gesagt, da braucht man manchmal keine großen Mittel, sondern einfach das Gespräch und ja, dass die Leute ja aufeinander zugehen. Das Gleiche sicherlich auch nochmal auf die Teilorte bezogen, auf alle Fälle auch, wo es ja auch an manchen Stellen ein paar Zerwürfnisse gegeben hat und nicht in jedem Teilort auch so bei vergangenen Veranstaltungen, die über die Teilorte gegangen sind, es in jedem Teilort so eine gute Möglichkeit gab, dann gemeinsame Stände und dann Fest zu organisieren. Da ist sicherlich das Gagernberger Event der Trailsurfers ein positives Beispiel. Oftmals ist es einfach so, dass es dann auch ein Zugpferd dabei bedarf. Entweder von einem Verein aus, den man entsprechend über Schulterklopfer und nach Kräften zu unterstützen ermutigen kann dabei, was ich auch tun will, aber eben auch zu schauen, wo auch die Gemeinde bei solchen Dingen ein bisschen mehr Zugpferd werden kann. Ich sehe, es ist, glaube ich, noch ein bisschen was reingekommen. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr und ich bin ganz erschrocken. Ja, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel jetzt hier dabei reinpacken können. Und eigentlich wollte ich noch ganz viele Punkte fragen. Also
Klar, ich bin auch ganz froh, dass wir nicht die ganze Zeit ausschließlich ums große Wachstum diskutiert haben. Wie können wir irgendwie in allen Sachen schneller, höher, weiter und größer werden, sondern erstmal auch das Bestehende lebendiger gestalten und ganz wichtig auch den Punkt, wie können wir aus der derzeitigen bedrückenden Situation auch wieder mehr in ein lebendiges Miteinander reinkommen. Ich will auf alle Fälle in den nächsten Wochen auch noch mal eine Runde mit ganz vielen Vereinen machen, um da noch mal auch zu diskutieren, wo drückt der Schuh und wie kriegen wir wieder mehr Leben auch in die jetzt rein, auch wenn jetzt im Moment einfach eine notwendige Stillhaltegeschichte ist, aber da ist uns auch vieles verloren gegangen über die Zeit. Ich würde Ihnen gerne jetzt noch allen drei eine Abschlussfrage stellen. Oder eigentlich eigentlich eine Abschlussfrage. Was ist Ihr größter Wunsch, um in Zukunft in Ihrem Bereich besser arbeiten zu können? Aber, oder gerne auch, wenn es darüber rausgehen soll, auf was ist der größte Wunsch an Beilstein und an einen neuen Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin? Da bin ich jetzt aber nicht die Erste, hoffe ich. Jetzt nehmen Sie mal jemand anders. Wer traut sich? Also ich bin mal so frei. Jetzt sind wir an dem Punkt Wünsche äußern, richtig? Ja, das ist ein Punkt, wünscht er was. Also letztendlich ganz einfach. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn es Vorurteile gibt, bei manchen, und zwar folgendes Vorurteil, dass die Trailsurfers letztendlich eine Handvoll Chaoten sind, die im Wald die Unwesen treiben. Das möchte ich einfach ganz klar ablehnen. Wir sind ganz normale Leute, die sich einfach neben ganz normalen Jobs hier mit ganz viel Herzblut ehrenamtlich einsetzen. Hier für eine wirklich wichtige Vereinsarbeit, meiner Meinung nach. Und damit einfach auch unseren Teil hier für eine gesunde Gesellschaft und auch Gesellschaftsentwicklung beitragen, hier in unserer Region. So, und deswegen möchte ich einfach ja, in Richtung Gemeinde kommunizieren, nehmt uns wahr. Die Region hat ein enormes Potenzial und es liegt einfach an uns, da was Sinnvolles draus zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute auf uns zukommen, wenn es Probleme, Kritik gibt. Wir sind gern offen für einen Dialog und finden sicherlich gemeinsam Lösungen. Das ist doch schon mal ein wichtiger Punkt, wo ich sehr gerne künftig auch dran anknüpfen möchte. Dann würde ich mich anschließen mit meinem Wunsch. Mein Wunsch wäre, also überhaupt, ich denke einfach, wir müssen gucken, dass wir Geschäfte kriegen, die einfach Bestand haben oder wie auch immer, wenn es auch vielleicht neue Sachen sind, nicht so viele, sage ich mal, Sachen, die kein Mensch braucht, wie was weiß ich, wo es überall in die Städte gibt und wo alles ausstirbt, einfach das attraktiv machen von der Gemeinde aus, dass da das einfach weitergeht. Es gibt in Frankreich so viele kleine, nette Geschäfte. Gut, das ist vielleicht ein Wunschdenken, vielleicht kommt es mal wieder, dass es nicht nur Discounter gibt. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir hier das Potenzial erhalten oder noch ausbauen. Das wäre jetzt mein Wunsch. Schöne kleine Geschäfte, wo es auch zum dran entlangflanieren dann Jawohl, ja. einlädt Dann dabei. natürlich mit der Straßensituation vielleicht schwierig, aber naja, vielleicht gibt es da auch irgendwann andere Lösungen. Aber ja, An der wir haben ja Straße noch. Ja, werde ich mich bestimmt noch ordentlich abkämpfen das. und da werden wir zu einer Lösung dabei kommen müssen. Die wird vielleicht nicht ideal sein, aber bevor es da nicht zur Verbesserung gekommen ist, ist ein Ausruhen Ja, nicht. nee, aber wie gesagt, Kälterplatz und vielleicht auch Nebensache wie, was weiß ich, der Torbogen beim Rathaus da, wo es die Seite rumgeht. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, da, dass man da was machen kann. So, das war mein Wunsch. So, ich gebe weiter. Packen wir es Ja, an. ich habe natürlich auch einen Wunsch. Klar, auf der einen Seite das, was Frau Rode schon gesagt hat, dass wir einfach
auch von der Gemeinde her das stärken, dass die kleinen Betriebe, die wir hier in Balzern haben, sei es der Elektriker, sei es der Gastronom oder alles, was wir sonst so haben in Balzern, dass das einfach gestärkt wird, dass es sich auch lohnt, zu den kleinen Betrieben zu gehen und nicht nur im Internet zu bestellen. Und dann ist ein ganz großes Anliegen, ich glaube, aus der ganzen landwirtschaftlichen Branche, dass erkannt wird, dass einfach die Landwirte die Natur nicht zerstören wollen, sondern dass wir von der Natur abhängig sind und dass wir die Landschaft pflegen und dass einfach da auch ein gewisses Bild geschaffen wird, dass einfach diese Kulturlandschaft nur so sein kann, weil wir auch darin arbeiten und nicht unbedingt hier die reinen Umweltverschmutzer sind, sondern dass wir wirklich dafür arbeiten. Ich meine, die Landwirtschaft bzw. die Landschaft ist unsere Ressource, ohne die könnten wir nicht arbeiten und sich alle dran gelegen. Und das wäre auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor, dass das in Balzern einfach auch mehr erkannt wird, auch zum Teil vielleicht sogar vom Gemeinderat, dass man da einfach sagt, okay, wir leben auch ein Stück weit von dieser Landwirtschaft, die einfach sehr viel macht. Genau. Ja, ich sehe schon, an der Stelle werden wir zu gegebener Zeit mal sowas wie einen runden Tisch Landwirtschaft oder Kulturlandschaft mal auch benötigen, wo man ganz viele Leute an den Tisch bringen. Ich glaube, das ist ein Thema, da ist es notwendig, sich auch wirklich zu sehen dabei und sich wirklich da längere Zeit mal zusammenzusetzen, und dass wir da was Gutes miteinander draus bearbeiten, entwickeln, uns dabei in die Augen gucken können, ist wahrscheinlich damit jetzt nicht eine Sache, die wir vor März oder im März schaffen, aber in der Hoffnung, dass sowas im Sommer mal stattfinden kann dabei, finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist ganz klar, dass das nicht von jetzt auf nachher geht, ist, glaube ich, uns allen klar. Aber das wäre auf jeden Fall ein großes Anliegen, dass einfach diese Kulturlandschaft doch ein bisschen mehr geschätzt wird, wie sie momentan geschätzt wird. Und schon allein über so Infotafeln und so weiter, die wir vorhin ja auch schon als Wegweiser drin hatten, da kann man auch ein bisschen mehr noch zu was Weiterem informieren. Ich glaube, auch über sowas kann man kleine Impulse auch mit reinsetzen, ganz vielen Stellen da dran zu gehen. Da will ich auch gerne weiter denken. Taten statt Worte sehe ich hier schon als Motto im Chat. Und nicht zu viel schwätzen, sondern mehr machen, definitiv. Andererseits, reden ist auch wichtig. Ich sehe nämlich auch das Thema Jugendgemeinderat da drin und auch den ermutigenden Hinweis vom Herrn Bausch, dass da durchaus auch schon Gemeinderatsleute dran sind, das anzupacken. Ich finde, das ist auch mal was Wichtiges, wo wir noch mal tiefer einsteigen sollten. Ich finde das Thema super, in die Richtung was zu gehen. Und es leitet eigentlich auch super über in den kleinen Werbeblock, den ich jetzt ans Ende noch dranhängen möchte, nämlich auf das digitale Stadtgespräch nächste Woche zur gleichen Zeit am Donnerstag, wo ich mit zwei ganz spannenden Bürgermeistern im Dialog sein werde. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal und ehemaliger Präsident des Wuppertal-Instituts, ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission zu neuen Wohlstandsmodellen der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite Wolfram Bernhard, der seit gut einem Jahr in Adelsheim Bürgermeister ist, eine Gemeinde von 5000 Einwohnern, die durchaus in manchen Sachen damit Ähnlichkeiten zu Balzern hat und der da auch ganz viel tollen, frischen Wind reingebracht hat, manche Skepsis überwinden musste dabei und auch viel im Bereich gerade von bürgerschaftlichem Engagement und einem produktiven Miteinander in Stadt und Gemeinderat mit reingebracht hat. Und ich glaube, da passt so ein Thema wie Jugendgemeinderat auch echt super rein, aber auch das bürgerschaftliche Engagement. Ich würde sagen, wir setzen die Diskussion, das Gespräch dort weiter fort und dann auch in weiteren Terminen gerne auch offline zu unterschiedlichen Formaten, gerne auch mal bei einem Spaziergang, gerne auch in Diskussionen, die nicht nur mit mir laufen, sondern auch mit den drei spannenden Mitdiskutierenden des heutigen Abends. Ich fand es eine wunderbare Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank euch beim so engagiert mitmachen und sich die Zeit dafür nehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir einen tollen gemeinsamen Weg gerade anfangen in der ganzen Geschichte.
vielen herzlichen Dank zusammen. Ich wünsche noch einen wunderbaren Abend, der hoffentlich sich nicht mehr zu lange jetzt ziehen möge. Dann eine gute Nacht. Dankeschön. Macht's gut zusammen. Danke für das Format und für den Dialog. Bis dann. Ciao. Ciao.